Moin und herzlich willkommen zurück zu The Sons of the Forest. Jo, wir stehen vor dem Kühlschrank. Kühlschrank? Freezer ist ja eigentlich Kühlschrank, ne? Und wir sollen ihn nicht aufmachen. Obwohl, das ist doch Quatsch, was ich sage. Der Freezer ist ja das. Den sollten wir nicht aufmachen. Das ist ja Blödsinn, was ich da rede. Genau, wir sollen den Kühlschrank nicht aufmachen. Den wir ja nicht aufmachen können. Problem an der Sache ist, ey, vielleicht bin ich auch falsch, mein Englisch, ihr wisst, ne? Das ist ja gar nicht der Kühlschrank. Nee, guckt euch das mal an hier. Oh, was haben wir denn da hinten? Meine Lieblinge. Meine Lieblinge. Muss ich sagen, gefällt mir mit der Pistole ganz gut, die Dinge, die Kleinen wegzumachen hier. Wenn man nicht gerade den... das Ding drauf hat. Das Visier. Also das Laservisier, weil das ist Müll. Das Laservisier ist Müll. Aber das Highlight hier mit der Lampe, also Leute, Lichtprobleme in Höhlen. Definitiv nicht mehr. Es sei denn, sie ändern es noch. Aber das ist so ein kleiner, das ist so ein kleines Gimmick. Das finde ich sehr gut. Okay, hier verliert sich das Licht natürlich ein klein wenig, aber... war hier noch eins? Aufpassen. Hört sich ja fast so an. Ich weiß genau, gleich springt mich wieder irgendwas an. So. Und da ist sie. Leute, hier ist sie. Hier ist sie. Auch da könnt ihr, meines Erachtens, ihr könnt hier auch, lass mich hier einmal kurz gucken. Ich meine, wir können hier doch Dinge raufbauen. Also wir können hier auch das Laservisier raufbauen. Nee. Finde ich jetzt nicht so toll. Vielleicht gibt es auch Zielfernrohr. Ein Zielfernrohr wäre natürlich noch cooler. So, wie gut die Armbrust jetzt ist, kann ich euch nicht sagen. Werden wir jetzt einfach mal testen. Auf jeden Fall weiß ich aber, ihr könnt die Taschenlampe damit verwenden. Also, das ist möglich. Sie ist natürlich langsam, ist klar, ne? Ist natürlich klar, sie ist natürlich langsamer als alles andere. Aber... ist schon richtig gut. Da würde ich sagen, auf was packe ich die denn jetzt mal? Dann gehen mir die Slots aus. Ne, lass mal ruhig so. Da müssen wir ja auch ein bisschen aufpassen. Ich würde tatsächlich sagen, ich schalte um wieder auf meine Pistole. Also halt, wie viel Wumms sie hat, keine Ahnung. Natürlich, wir sehen es selber, ne? Die Lampe ist natürlich etwas begrenzt hier von der Pistole. Oh, oh, Kumpel. Wäre natürlich jetzt... wie schnell war der denn hier? Also das war jetzt aber nicht nett. Ein Hoch auf Rüstung, ne? Ein Hoch auf Rüstung. Aber guck mal, ich glaube, wir haben... na gut, zwei Rüstungs haben wir verloren. Wir haben zweimal Rüstung verloren, aber... ja, da bin ich schon froh. Also Nahkampf... nur diese Geschichte hier. Toll. Habe ich eine Handgranate geopfert für den
Drecksack. Das hat noch nicht mal was gebracht. Okay, Feuerlöscher. Hier haben wir noch Armbrustbolzen. Sehr schön. Weiter geht's, weiter geht's. Sehr schön. Was haben wir hier? Hier Druckerpatronen, auch sehr gut. Ist auch noch, die habe ich vergessen. Ah, es ist schon, ist schon echt mega. So. Jojo. Ah ja, jetzt kommt dieses Wasserding. Einmal säubern. Okay, ich weiß jetzt... Ach komisch, jetzt geht das hier mit der Lampe, ne? Im Wasser. Muss man es wirklich irgendwo... Oder ich habe mich wieder mal ein bisschen zu blöd angestellt. Also wir kommen jetzt hier in einen Abteil, das kann ich euch schon mal spoilern. Oder was heißt spoilern? Da habe ich mich halt ja auch schon gespoilert. Da schwimmen wir jetzt durch. Hier wird nicht mehr viel passieren. Aber ich möchte euch das halt einmal zeigen. So. Ich glaube, den einen oder anderen müssen wir gleich nochmal gucken. Raum. War ich drinnen und habe doch auch Sachen rausgeholt, meine ich. Ah ja, genau, hier oben war ich drin. Genau, hier ist noch ein Büro. Hier gibt es dann halt noch ein paar kleine Infos. Auch meine ich für die... genau. Mach mal bitte die Lampe aus. Nee, so. One more of Artifact 2, since they are reality. Okay. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob... Also, ich müsste mir noch mal gucken. Ob man das noch mal nachlesen kann. Okay. Also, Moment, wartet. Ich mach mal eben das Licht aus, ob ihr es denn besser sehen könnt. Das ist eine Endlosschleife. Also, da reden sie alle. Da sind sie alle im Party-Modus. Okay, jetzt... Oh, okay. Okay, gut. War das hier vorne gleich die Pafteln? Das ist sie doch, oder? Ich würde sagen, ja. Oh, hier ist die Keycard. Oh, jetzt sind sie Virginia. Die Keycard der Virginia. Okay, gut. Nehmen wir. Mach noch mal bitte das Licht an. Da kann man doch ein kleines bisschen cooler, besser sehen. Ja. Okay, was sich hier abgespielt hat, ne? Also im Moment bin ich ja noch nicht so stark auf... Oh, was ist das? Was ist das? Ah, Schrotflintenaufsatz. Nice. Nicely. Okay, jetzt machen wir mal weiter. Ah, es wird spannend. Also die Mission machen wir auf jeden Fall. Das machen wir auf jeden Fall weiter. Aber im Moment möchte ich erstmal noch... Wir haben noch gar nichts gesehen. So, jetzt kommt der große Cliffhanger. War ich schon drin? Gehen wir jetzt nicht rein. Nein. Das wollen wir definitiv noch nicht. Gerade weil ich schon etwas her ist, wo ich abgespeichert habe. So, das heißt, wir gehen zurück. Es ist ja noch nicht ganz so viel jetzt Spannendes. Ich würde sagen, ich hole euch gleich draußen ab. Und dann gehen wir zum nächsten Punkt. Und schauen mal, ob wir noch die Schrotflinte finden, okay? So Leute, ich bin auf dem Weg. Ich hoffe, das ist der richtige Weg, um die Schrotflinte zu bergen. Ich hole euch jetzt schon mal rein, weil das kann hier jetzt gleich noch hässlich werden. Weil
Bei den letzten Malen war es tatsächlich so, dass ich angegriffen wurde, weil ich hier echt viele Nachbarn unterwegs waren. Ja, hier sind wir. Ich hoffe, dass wir ein bisschen Ruhe haben. Oder auch nicht. Ich versuche mich jetzt auf jeden Fall... Also, wenn sie mich angreifen, wehre ich mich. Aber ich möchte gerne versuchen, ein bisschen... Was heißt passiver in Anführungsstrichen? Ihr wisst schon, was ich meine. Ist jetzt ja doch passiver zu sein. Denn ich habe auch schon gelesen, dass die... wenn man sie verletzt, verwundet und man sie lässt sie laufen zum Beispiel, dann kommen sie zwar wieder und machen Blödsinn, aber sie werden mit der Zeit immer weniger aggressiv. Also ihre Angriffslust lässt nach. So nach dem Motto, ja okay, er ist ja... Eigentlich finden wir ihn nicht toll, aber naja gut, wenn er nett ist. Oh, da ist die Holzkiste. Oh Leute, ihr glaubt gar nicht. Also wenn die das jetzt, die haben, also ohne Scheiß, ich habe die Schotti, ne? Kein Spruch, die Schotti. Ich habe die Schotti ja, ne, da. Habe ich ja schon getestet. Die habe ich getestet vor dem, nach dem letzten Update. Und in dem letzten Update, also nicht in diesem, sondern das davor, in dem ersten Update, verdammt. So, ich könnte da jetzt auch ein Laservisier ranmachen, aber ist das gleiche in grün, ist es Katastrophe. So, okay, wir sind voll. Okay. Ach so. Nehmen wir natürlich mit. Und da hieß das ja. Ach so, Munitionswechsel. Okay, da war jetzt eine kleine Verzögerung. Das war ein kleiner Soundbug. Wuhu! So. Ja, hat mir ein bisschen Rüstung gekostet. Aber hier geht's ab. So, also wie gesagt, da war... Also ihr seht schon, ne? Übel. Also Schrot ist übel und Flintenmunition ist natürlich dementsprechend... Nein, nehmen wir das mal bitte raus. Nimm mal bitte wieder raus. So, aber ich möchte gerne... Oh Mann. So, hauen wir ab. Ich hab keine Lust, jetzt hier die ganzen Leute wegzuschnetzeln. Vor allem meine schöne Rüstung. Die gut gebaute Rüstung. Aber gut, dass wir sie hatten. So, also wie gesagt, hauen wir ab. Das ist die Schotti. Ich wollte sie euch zeigen, ansonsten wäre ich schon gerannt. Okay, jetzt muss ich nur mal sehen, wo waren wir denn? Da haben wir... Da, ach, da oben, ne? Da oben müssen wir hin. Wartet mal. Wartet mal, das zeige ich euch jetzt auch noch. Erstmal ein bisschen Sicherheit. Wartet mal, oder wie weit ist unser Kelvin weg? So, jetzt lasst uns mal gucken, wo müssen wir überhaupt hin? Wir müssen da lang. Gut, marschieren wir los. Also, mega coole Waffe. Genau, was ich sagen wollte. So, ich hatte die ja schon in meinem anderen Spiel schon mal getestet gehabt. Die ist schon richtig hart. Und da stand dann halt, also beim ersten Update, da wurde die ein bisschen zurückgenommen. Okay, ein bisschen zurückgenommen. Würde mich denn ja mal interessieren, wie hart war die denn ganz am Anfang? Klingt hier aber nicht schön. Ah, ja. Was war das? Eine Uhr, ne? Ja. Okay. So, wie gesagt, ich möchte jetzt gerne in den nächsten Folgen mit euch wieder ein bisschen bauen. Ich
finde, es wird... Was habe ich denn da hinten noch stehen? Was ist denn das für ein Zelt? Das ist ein Haussymbol. Da habe ich ein Zelt stehen gelassen. Müssen wir mal rausfinden. Wo ist der Gleiter hin? Das ist eins der Lager von denen. Schaut mal. Aber das lassen wir. Das lassen wir. Wir wollen nach Hause. Hier gehen wir noch gemeinschaftlich mal schnell dran vorbei. Und ich weiß, am Schnitt, aber ihr wisst ja, die Folgen sind kurz. Und ihr wisst, ihr seht ja selber, wie hoch wir müssen. Würde ich dann sagen... Entschuldigung. Würde ich sagen, wir sehen uns dann am Lager um. An unserer Base. Ich gucke auch noch mal, was das für ein Haus da ist. Was für ein Zelt ich da stehen gelassen habe. Und... Ja. Sehen wir uns. Dann oben an der Hütte. Es sei denn, es passiert was, dann hole ich euch mit rein. So, wir sind noch nicht oben an unserer Base. Aber ich wollte ja mal gucken, wo das Haus ist. Und wisst ihr was? Das ist tatsächlich das Zelt, wo hinten die Insel ist, wo die mir die 9 mm gefunden haben. Und da würde ich doch sagen, da ich eh gucken wollte, ob die noch einmal spawnt, machen wir doch mal. Entschuldigung. Na, nehmen wir hier den Loot mit, schwimmen mal rüber, schauen uns nochmal an, was uns da erwartet. Was haben wir hier noch? Nochmal. Okay, das wird jetzt ja langsam echt viel. Ich glaube, das nächste Mal brauchen wir das nicht mehr aufsammeln. Abgespeichert habe ich. Ja, gehen wir mal rüber. Ich habe die ganze Zeit... Ah, aber wartet mal. Jetzt sind wir ja. Hahaha. Wenn wir schon rübergehen, würde ich sagen, ich mache einmal... Nutzen. So, einmal hier da. Tauch die Flosse. Warum nicht, wenn wir schon schnell genug sind? Vielleicht haben wir Glück und der Hai lässt uns dann in Ruhe. Weil ihr werdet tatsächlich vom Hai angeknabbert. Ja, wir sind ja wirklich. Wir sind ja echt. Oh, ey, sind wir schnell. Also wir sind ja bedeutend schneller als vorher, ne? Also das ist ja mega gut. An Land natürlich langsamer, ist klar. Boah, ich find's gruselig unter Wasser, echt. Komm hoch. So. Ja, tatsächlich, wir kriegen die Pistole. Ich hoffe, ich krieg die... Scheiße, jetzt krieg ich die nicht mit, Leute. Ah. Krieg ich das vielleicht hin, wenn ich die in die Hand nehme? Hm. Wisst ihr was? Alles klar. Wir wissen aber, man kann sie ein zweites Mal bekommen. Dann würde ich tatsächlich sagen, ich hol sie uns. Ja, hey, Kumpel. Aber das... Genau. Ich weiß jetzt, ich kann sie kriegen. Ein zweites Mal. Dementsprechend hole ich sie dann mal bei Gelegenheit ab. Das ist gut zu wissen. Sehr schön. Spawnt wieder. Guti. So, jetzt sind eh nicht mehr so viel... Ist eh nicht mehr wieder so viel Zeit für die Folge. Würde ich sagen, dann... Ja, mein kleines Haifischli. Würde ich dann sagen, ich kann ja noch ein bisschen mehr Dampf geben. Auf meine Luftschasse. Wir gehen zusammen jetzt gemütlich zum Lager hoch. Ja, die Katze jetzt wegpacken. Also die Tauchklamotten sollte man der jetzt schon ausziehen, weil sonst seid ihr echt langsam. Aber finde ich schon mega gut. Was ziehen wir denn an? Wir haben hier die Lederjacke.
Die taktische Jacke. Eigentlich tut sich das nicht so viel. Ja, die Lederjacke ist minimal. Ei, komm, ich besitze doch hier. Na, ziehen wir die taktische Jacke doch an, oder was? So, okay. Lass uns mal ganz kurz durchgehen. Wir haben hier die Axt auf der 1. Würde ich auch tatsächlich lassen. Den Taser haben wir auf der Betäubungsgewehr auf der 2. Da würde ich die Schotti nehmen. Dann würde ich die... Hier waren unsere Mollys. Dann würde ich sagen, ich nehme die Mollys jetzt auf die 5. Den Taser auf die 4. Boah. Machen wir voll die Kiste. So. Okay. Ja, wir haben also wie gesagt noch Flinten. Jetzt können wir einmal kurz die Munition durchgehen. Was haben wir denn hier? Wir haben 48 Flintenlaufgeschosse, 26 Schrot, noch 8 Betäubungsmunition und nur 7 mm Munition. Okay. Dann würde ich sagen, gehe ich hier mal auf die Flintenschuss. Okay, würde ich sagen, wir speichern einmal. Und dann gehen wir gemütlich hoch. Wenn wir es schaffen, hochzugehen, dann ist okay. Oh, ja, ihr wisst, was jetzt kommt, ne? Also sorry, aber ist klar, was jetzt kommt. Du Mäuschen, pass mal auf. Lauf mal nicht weg. Nee, halt mal an, halt doch mal an. Du bekommst auf jeden Fall die erstmal. Habe ich noch eine Lampe? Naja, gut, zur Not. Die Shotgun behalte ich erstmal noch, okay? So. Ja, komm, zum. Aber wartet. Zum Ausklang würde ich tatsächlich dann sagen, nur nicht, dass mich jetzt doch noch ein Hai frisst. Ah ja, ganz wichtig, baut das Zelt nicht ab, wenn ihr, oder auf, wenn ihr hier eine Waffe in der Hand habt. Ist nicht toll. So, das rein. Wie sieht das eigentlich aus? Ich hatte noch einen Laser. Ja gut, das tauschen wir sonst. Ich meine, ich hätte doch noch eine Lampe gehabt, ne? Ist egal. Okay. Einmal ganz schnell rüber zum Abschluss der Folge. Ich hole uns die zweite Pistole. Und dann sind wir doch schon was. Den Kelvin kann man noch keine Pistole geben, ne? Wir sind ja eigentlich fix hier mit unseren Flossen und so, sind wir echt fix unterwegs. Das ist schon richtig cool. Solange das jetzt der Hai nicht frisst, massiv. Ja, dieser will da jetzt nicht tauchen. Habe ich jetzt nicht so viel Bock drauf. Hopp, hoch mit dir. Hopp, zieh. Ja, nun los. Mein Gott, was quält er sich? Obwohl, ist wirklich schwer, nach so reinzukommen. Sehr schön. Pistole Nummer 2 für uns. Pistole Nummer 2 für uns. Das heißt, kombinieren. Ja, nee, das kombinieren wir nicht. Dann holen wir uns gleich noch die Leuchte von ihr, ne? Das können wir noch mal schnell essen. Wir wollen ja nichts verschwenden. Dann. Zack und Feuer frei. Ja, sehr schöne Runde. Jetzt habe ich alles das, was ich erstmal will. Wir gehen in der nächsten Folge auf jeden Fall erstmal, würde ich sagen, bauen wir mal ein bisschen was. Da habe ich jetzt mal wieder Bock drauf. Möchte ich mal weitermachen. Ein bisschen runterkommen. Und dann schauen wir mal, was kommt. Ne? Dann machen wir natürlich noch ein paar Spots auf jeden Fall. Wir sollten uns die anderen auch mal markieren. Ich hoffe, sie haben in dem Update die Tracker runtergenommen. Also, ihr wisst, was ich meine. Dass die Tracker jetzt funktionieren, die funktionierten ja irgendwie nicht so richtig. Also zumindest nicht bei mir.
heraus. Okay, dann können wir hier auch schlafen. Ich werde mal ganz schnell sehen. Ich hoffe, sie haut jetzt nicht ab. Du, warte mal. Virginia, ich wollte gerne eine Knifte mit dir tauschen. Warte doch mal kurz. Hier, die Leute jetzt, die zugucken und ich, wir wollen gerne einmal wechseln. Pippi. Stop. Bleib, nee, du bleib doch mal stehen. Außer Miststück. Oh, sag mal, will die mich trollen oder was? Die hat auch ihren eigenen Kopf. Also, Kelvin ist da echt besser vor. Ich krieg dich. Oh, was soll das denn? Wo rennt die denn jetzt hin so schnell? Okay. Frauen haben ihren eigenen Kopf. Das wissen wir ja alle. Guti, also in der Hinsicht würde ich da mal sagen, ich beende das Ding hier. Hat mir sehr gut gefallen. Ich gehe hier zum Häuschen, penne und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wirklich an der Base. Toi, toi, toi. Auf Holz klopfen. Gut. Schönen Dank, dass ihr dabei wart. Wie gesagt, lasst ein Abo da, würde ich mich freuen. Ein Däumchen hoch. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Maruk.